Seit 30 Jahren dampft es wieder auf der Schmalspurbahn in Schönheide, nachdem am 17. Juli 1994 das zweite Gleis zum Lokschuppen gelegt war, konnte die Dampflok damals auf das Streckengleis fahren. Am Abend des 20. Juli fuhr sie dann zu einer Probefahrt, das erste Mal bis nach Neuheide. Zwei Tage später gab es dann die ersten öffentlichen Dampffahrten in der Geschichte der Museumsbahn Schönheide. Dieses historische Ereignis wurde mit zwei besonderen Fahrtagen gefeiert. Zahlreiche Fahr- und Fotogäste kamen dazu ins Erzgebirge. Die Strecke von Schönheide nach Stützengrün mit ihrem Endpunkt Neulehn ist Teil der früheren Schmalspurstrecke von Wilkau-Haslau nach Karsfeld. 1881 wurde das erste Teilstück bis Kirchberg eröffnet. Bis Karsfeld fuhr die Bahn dann 1897, 16 Jahre später. Endgültig stillgelegt wurde die Bahn 1974. Heute fährt die Bahn mehrmals im Jahr als Museumsbahn für Eisenbahnfans und Vereinsmitglieder die 4 Kilometer lange, wieder aufgebaute Strecke zwischen dem früheren Bahnhof Schönheide Mitte über Neuheide nach Stützengrün.